That power. It's Vegeta. Vegeta. Are you sure, Goku? Yep, it's his. Well, in that case, then we better get moving. Wait just a second. Since when have you decided everything? Vegeta? Why should I risk my own life to help an ungrateful traitor such as him? Vegeta! This really isn't the time. We need as much help as we can get. Vegeta. Yeah, perhaps you're right. I hate to admit it, but Vegeta is likely to be of some kind. Vegeta. It's not ideal, but so be it. I suppose we do need his strength. Vegeta. Fine. I'll make an exception just this once. Vegeta. Okay. Ich höre schon auf. Hey, Vegeta! Are you alive? No. Oh, ja, er sieht fit aus, so wie immer. He's alive, but unconscious. How amusing. Even unconscious, he can still make my skin crawl with rage. Maybe I should just kill him while I have the chance. Hey, that's not what you said earlier. Wait. This is no time to be quarreling. Oops. Seems I'll let him live for now. Besides, we have a visitor. Klon Vegeta. Auch noch. Vegeta im Übermaß. Wundervoll. Starten wir die Sache. Eventuell ein Vegeta Special Part. Ich bin gespannt. Kloppen wir ihn erstmal zu Brei. Seinen dämlichen Klon hier. Hoio, Ibims, der Martin Buu, und ich hab überhaupt kein Problem, dich heute hier fertig zu machen, in den Boden zu stampfen, zu zermalmen, zu vernichten, zu töten, zu rasieren. Rasieren? Ja, warum nicht? Damit du so eine Glatze hast wie Nappa. Da wird sich Nappa freuen. Dann kannst du endlich dein Nappa-Cosplay vollenden, Vegeta. Was hältst du davon? Du wolltest doch schon immer mal aussehen wie Nappa. Was rede ich da? Es ist egal, was ich rede. Wichtig ist nur, dass wir diesen Kampf hier gewinnen. Ja, hoho, und Vegeta in den Boden prügeln. Denn dazu bin ich allzeit bereit. Am Boden! So ein bisschen. Hallo, Halli, Hallöle, Freezer. Du wirst ja immer fieser. Du Mieser. Ja, genau. Oh, oh. Nein. Machst du Energiegespamme? Kann ich auch. So, mal ganz nebenbei. Und das. Und das. Scheiße. Vielleicht bin ich doch nicht gut genug in der Energie. Oh Gott, er ist der Meister des Energiegespammes. Er weiß nicht, wie man das Spiel spielt. Ich wusste, eines Tages würde ich auf einen Gegner treffen, der nicht weiß, wie man das... Alter, hat er mich echt besiegt. Der nicht weiß, wie man das Spiel spielt, da muss eben Son Goku ran. Hoio! Und... Oh, shit. Den Gegner hier ordentlich zu Klump hauen. War vielleicht ein bisschen übertrieben, wenn nur noch 1000 Energieeinheiten von ihm. Aber egal. Hübsch. Eine hübsche Explosion wenigstens. Da will ich doch mal nicht meckern. Hallo Cell. Mensch, du alte Zelle hier. Was machst du denn? Ah, ich verstehe. Jetzt. Ja. Das war nicht gut. Nimm das. Und. Au. Nicht schön. Nicht schön, dass du hier machst, ja? Ich glaube, ich muss dir mal Manieren beibringen. So ein paar wenigstens. Oh Gott. Also nur ein paar. Wir wollen ja nicht übertreiben. Es ist ja nicht so ein Gokus Knigge hier oder so. Du musst nicht gleich ein reiner Gentleman werden. Wichtig ist nur, dass wir dir ein paar Manieren beibringen. Und einfach so auf dem Boden liegen zu bleiben und zu schlafen, das ist zum Beispiel sehr unhöflich, Cell. Da musst du noch ein bisschen an dir arbeiten. Nicht nett. So you see, basically, we all teamed up to help defeat Android 21. Vegeta! Hey, Vegeta! Are you listening?
course I'm listening, Kakarot. But I'll be taking no part in this. Come on. You can't be serious. Don't you want to be a part of the fight with Android 21? That's not the issue here. You do seem a little uneasy. It wouldn't have something to do with me being around, would it? I feel the same as you, Vegeta. Do you think I'd choose a Saiyan as an ally? I should have guessed it'd come to this. What else did you expect? Those two obviously hate each other's guts. Calm down, you guys. Maybe you should watch what you say, Frieza. That soul inside you might stop you in your tracks again. If you want to continue being selfish instead of helpful, you can go! Look, Vegeta, I know how you feel. But this isn't the time to dig up old grudges. That's right. 21 is like nothing we've ever faced before. We can't access our full power right now. So this is the only option we got. You're no fool, Vegeta. Surely you know where your priorities should lie. Damn it! Fine. I'll cooperate for now. There's no point dragging this out any longer. As long as Vegeta doesn't cause any trouble, I'm sure he'll make an excellent soldier. Don't tell me what to do! It seems you get the wrong idea, Frieza. I'd never willingly join forces with you! Keiner mag Vegeta. Gut. Aber das ist beruht auf Gegenseitigkeit wenigstens. Oh, wir können Charaktere freischalten. Da unten ist Son Gohan. Und dann wechseln wir Majin Buu mal aus. Und gehen direkt mal auf Vegeta. Und außerdem darf Freezer mal ran. Never crossed my mind that a day would come when the two of you would be following orders from me. Don't delude yourself, Frieza. We didn't come here to be your subordinates. No, of course not. I would never accept recruits that lack discipline and respect like you two simpletons. Yeah, well, and I don't want to do any weird poses before a fight either. Weird poses? What in the world are you talking about? You know, like, the Ginyu Force. We'd have to strike poses like those guys, right? Wouldn't we? Don't look at me. I don't instruct my men to do that. That's the personal preference of Ginyu and his men. Oh, right. I thought all your guys did that. I don't know where I got that idea. Actually, Vegeta, didn't you used to... I never did that! I would never lower myself to performing something so pathetic. Ahem! That's enough of this! You people are intolerable! Listen, the only reason I'm allowing you two to fight alongside me is to dispose of that woman! So please, the quicker we end her, the better it is for everyone! Gut! Vegeta, zeig aus welchem Saiyajin-Holz du geschnitzt bist, indem du einen kleinen Jungen verprügelst! Was? Nein, der arme Krillin, er ist doch schon lange erwachsen! Wirklich? Das weiß man nie. Hat der überhaupt schon Haare am Sack? Man weiß es nicht. Ich meine, seine Glatze lässt die Vermutung naheliegen, dass... Egal. Mit einem Fallrückzieher haben wir ihn jedenfalls auf Boden befördert. Und das ist das Einzige, was ich hier sehen will. Vegeta! Scheiße. Ich wollte ihn eigentlich mit einem Finisher erledigen. So wollte ich ihn erledigen. Und ich werde bekloppt. Jetzt geht das dann. Wie konnte der. Also, wie geht denn das dann? Also. Was? So, dann eben so. Ich wollte ihn eben schon mit einem Finisher erledigen. Beim zweiten Mal geht's dann auch daneben. Gut. Der Denshin-Hans. Hallo, Denshin-Hans. Hallo, Final Flash. Ja. Keiner mag Vegeta. Aber Vegeta mag auch niemanden. Und das hat er eben bewiesen. Wir wollen ihn aber natürlich jetzt mal nicht direkt sterben lassen, deswegen darf jetzt Freezer mal... Alter, was ist... Okay, also die Kämpfe werden schwerer. Muss man wirklich sagen. Ich muss hier wirklich mein Bestes geben. Donnerwetter. Aber ich glaube, das sage ich seit ein paar Parts schon und es ist schön, dass der zweite Story Mode ein doch recht ansprechendes Niveau hat. Dass ich teilweise doch ein bisschen hektisch werde.
Hoio! Ach, verdammt. So, dann eben mit den Felsen. Na, wer hat noch nicht, wer will nochmal? Natürlich der Trunks. Hallo, Trunksy. Lasche Dampfgurke Junior auch genannt. Vegeta ist ja die Lasche Dampfgurke und Trunks als sein Sohn ist natürlich Lasche Dampfgurke Junior. Die Lasche Junior Dampfgurke. Okay. Wollen wir mal gucken, was der so drauf hat. Vor Trunks habe ich jetzt tatsächlich immer so, das ist so einer der Kämpfer, vor denen ich enorm viel Respekt habe tatsächlich. Weil er zum einen dieses Finish-Buster-Gespammer macht und auch mit seinem Schwert ganz gute Kombinationen drauf hat. Ist gar nicht übel, der Kerl. Aber hat ja gut hingehauen. Diesen Kampf haben wir wieder einmal siegreich gestaltet. Und genau so muss es auch sein. I know it's just a clone, but I never thought I'd get another chance to fight Kakarot. Payback, this is gonna be great. Defeating this faker isn't going to prove anything to anyone. Ha! What, you got a soft spot for Kakarot now or something? Well, hope you don't feel the same about me, because after we're done with this guy, I'm coming for you! Oh, really? I seriously doubt you have the power needed to take me on. We'll see about that. Wait, what? Did you take a cue from Frieza and start training after you were resurrected? Don't be ridiculous. Look, everyone's at the same level now. You know, because of those waves. So, this means I've got more than enough power right now to knock you silly. Well, now I've heard it. Shut the hell up! I'm gonna win, you got that? Just watch me mess this guy up real good. You'll see exactly what I'm talking about. Suit yourself. Vegeta und Nappa wieder vereint. Da haben wir doch gerade eine richtig schöne Nappa und Vegeta Reunion erlebt. Fast zu kurz eigentlich. Und es wird wahrscheinlich auch bei dieser einen Cutscene bleiben. Vermute ich jetzt mal. Aber ist natürlich sehr, sehr schön. Hiya! Nimm das. Geben wir unser Bestes. Wir müssen ja nur zwei Charaktere besiegen, dann haben wir den Kampf schon im Sack. Sollte doch machbar sein. Und vor allem so. Ach verdammt. Dann vor allem so. Ja, Vegeta räumt jetzt hier ordentlich auf. Das erledigt das zur Not alleine. Ich meine, wenn es nur zwei Charaktere sind, was soll mich aufhalten? Etwa dieser Kakarott-Verschnitt hier? Lachhaft. So, wer kommt denn als nächstes? Natürlich wieder Trunks. Lasche Dampfgurke Junior gegen Lasche Dampfgurke Senior. Sagen. Oh mein Gott. Familienduell, wie schön. Oh, deswegen, ich hab wirklich Respekt vor Trunks, wie ich gesagt habe. Das ist wirklich nicht ohne. Ein Mindestmaß zumindest. Jetzt würde ich ihn nur mal ganz gerne irgendwann nochmal als Charakter freischalten in irgendeiner Story. Bisher war uns das noch nicht vergönnt. Aber gut, irgendwann werden wir auch mal mit ihm kämpfen dürfen. Nimm erstmal das. Oh, er hat's abgewehrt. Nicht schlecht, nicht schlecht, Herr Specht. Aber kannst du auch das abwehren? Kann er. Das ist doch unglaublich. Unglaublich, was du hier abziehst. So, tschüss. Na bitte. Das nenne ich Erziehung. Listen up, Vegeta. Although... You may be working for Lord Frieza. We don't acknowledge you as a member of the Frieza Force. Ich glaube, das wird gut. I have no interest in something that stupid. Stupid? Are you insulting the Frieza Force? Oh, Vegeta, I'll make you eat those words. Captain, I have an idea. Let's take care of him now. That's enough! Captain, what's wrong? I understand how you all feel, but as it stands now, Vegeta works for Lord Frieza. Fighting Vegeta would essentially be the same as turning our backs on Lord Frieza. Consider yourself lucky, Vegeta. I was going to say the same thing to you. What? How dare you? Listen, Vegeta,
What is your problem? Are you not grateful for being able to join the ranks of the Frieza Force yet again? What? Grateful? I have no reason to be grateful. Your friend Frieza is about to meet his end. Just when I thought I'd heard everything, you go and say something crazy like that. Then maybe I should show you firsthand exactly what it is I can do. Look closely at my true power. Even chumps like you can understand that. Are you ready? Vegeta, du bist nicht gerade ein Sympathieträger, das muss man definitiv sagen. Ich meine, Yamcha und Tenshinhan wurden wenigstens nahezu grundlos gehasst, aber du verdienst es. Aber egal, du ernährst dich von diesem Hass. Oh Gott. Vegeta ist halt einfach so der typische Heel. Also, ja, für die, die den Wrestling-Jargon verstehen, Vegeta ist voll der Heel, auf jeden Fall. Naja, so kennen wir ihn. Okay. Muss mehr Wrestling-Jargon einfließen lassen, generell. Wird mal wieder Zeit. Oh Gott. Wobei ich echt zugeben muss, ich bin da ziemlich raus, also in den letzten Jahren. Aber naja. Oh, habt ihr das gerade gesehen? Piccolo hat einen spitzen Felsen ins Knie bekommen. Er war einst ein Z-Krieger wie wir, doch dann hat er einen spitzen Felsen von Guldo ins Knie bekommen. So, egal. Komm. Guldo! Guldo? Ginyu meine ich, Entschuldigung. Oh, abwehren. Oh, ich hab's nicht abgewehrt. Boah, das ist eine brutale Attacke. Diese Streu-Kamehameha. Katzenstreu-Kamehameha. Genau. Hoia! So, die gesamte Ginyu Force gegen Krillin. Und er macht's schon wieder. Okay. Böse Attacke. Cell. Erledige das mal. Ach, das gibt's doch. Also. Okay. Oh. Okay, das reicht. Dann eben so. Dann eben Energiegespamme. Und wenn alles nicht mehr hilft, dann hilft ein Super Kamehameha. Sag ich ja. Nappa hat es nicht nötig, die ganze Zeit nur abzuwehren. Der nimmt es wie ein Mann. Gut, er hat dadurch eine Menge Energie verloren, aber er nimmt es wie ein Mann. Juhu! Und er wird noch mehr Energie verlieren. Und noch viel, viel mehr. Und noch viel, viel mehr. Und noch... Cool, das hat echt hingehauen. Wahnsinn. Da haben wir ihn ordentlich in der Ecke festgenagelt. Und damit einen glorreichen Sieg errungen. Danke, Cell. Danke, Vegeta.